Zugeinfahrt in Liestal mitten im Zweiten Weltkrieg. Gefilmt von Alfred Schulz, dem damaligen Geschäftsführer der Liestaler Papeterie Lüdin. Die Aufnahmen entstanden nicht ohne Grund. Schulz amtete in jener Zeit als Präsident der lokalen Sektion des Schweizerischen Verbandes Reisender Kaufleute. Mit diesem Film wollte er für die Nachwelt dokumentieren, welche Auswirkungen die Rationierung des Benzins auf seine Berufsgattung hatte. Die Rohstoffknappheit zwang die Geschäftsleute, das Auto stehen zu lassen und auf andere Transportmittel zurückzugreifen, zum Beispiel aufs Tram. Alfred Oberer, lange Jahre Versicherungsgeneralagent in Liestal und einflussreicher Baselbieter FDP-Politiker. Er ging bei Alfred Schulz in die Lehre, als diese Bilder entstanden. Später war er selber als Handelsvertreter in der ganzen Nordwestschweiz unterwegs und in den 50er Jahren sogar Präsident des Kaufleuteverbandes. Während des Krieges ohne Auto zu den Kunden zu gelangen, sei mit einem enormen Zeitaufwand verbunden gewesen. Das war ein Gebiet, wo ohne Auto damals mit dem Postauto gehen, aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt, nicht mit dem sehr schweren Schliessbar war, mit dem öffentlichen Verkehr. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind Dörfer im Oberbaselbiet, nicht, und überall, wo zum Teil heute noch nicht recht erschlossen sind mit dem öffentlichen Verkehr. Dieses Gruppenbild zeigt die reisenden Kaufleute 1932. Für das 50-jährige Verbandsjubiläum lächelten die Baselbieter Geschäftsleute in die Kamera. Ihr Beruf brachte es mit sich, dass sie ständig unterwegs waren. Anfangs in den Jahren um 1900 noch mit der Kutsche. Die reisenden Kaufleute, wie hier Wilhelm Tschudi, zogen von Dorf zu Dorf und verkauften den Läden Waren für den täglichen Bedarf. In den Dörfern hatte es gemischt waren Läden. Die alles nicht. Von den Lebensmitteln über Textilien, über Papeterie. Wir haben zum Beispiel, ein grosser Teil ist zum Beispiel die Neujahrskarte gesehen, die man damals verschickt hat. Man hat denen Neujahrskarte verkauft. Die Bilder von Alfred Schulz aus dem Zweiten Weltkrieg geben einen Einblick in die tägliche Arbeit der reisenden Kaufleute. Besuche bei den Läden wurden genau geplant und telefonisch vorangemeldet. In Koffern trug man Musterkataloge des Verkaufssortiments mit sich. Jetzt hat man jede einzelne Karte in einem Exemplar gehabt. Das sind zum Beispiel Lederwaren, sehen Sie, Portemonnaie. Der damals auch zur Kollektion von einer Papeterie gehört. Und dann hat man das eine Bestellung aufgeschrieben. Und ich habe jeden da das so weitergeführt. Mit jedem oben hat man ausgerechnet, wie viel habe ich heute verkauft. Die Treibstoffrationierung während des Weltkrieges traf die reisenden Kaufleute hart. Doch trotz der ernsten Lage mangelte es Hobbyfilmer Alfred Schulz, hier selber im Bild, nicht an Humor. Den Wegfall des geliebten Gefährts beschrieb er mit einem Vers. Gestern noch auf stolzen Rossen, heute auf den eigenen Flossen. Er hatte Humor gehabt und die Sprüche, die entsprechen genau seinem Humor nicht. Das, so halb Dichter, halb Humor, Sie sehen es ja dort, nicht? Also das ist also schon sie, der Grund vom Film, also auch einer von den Grundzügen vom Film, dass er das nicht einfach als gezeigt hat, wie schwer dass man das hat, sondern dass man die Situation kann überwinden kann. Der Benzinmangel machte erfinderisch. So wurde das Auto mittels Holzvergaser kurzerhand umfunktioniert. Das ist jetzt er, das ist Alfred Schulz. Kennen Sie, jetzt macht er dort auf und füllt das auf.
Das ist Holzkohle. Und das ist dort vor dem Lüdin AG, dort, wo sie heute noch das Gärtchen ist und die Brücke, die drüber geht. Jetzt macht er das wieder zu, sehen Sie. Das war der Auspuff, den sie müssen reinigen mussten. Und jetzt hat man das angezündet. Das war so ein Anzünder. Da hat man Sprit dran, sehen Sie, und hat das jetzt angezündet. Und dann das andere Transportmittel war natürlich das Velo. Das Velo mit dem Anhänger. Das ist auch wieder er, der dort über die Brücke kommt. Sehen Sie, die Brücke kennen Sie. Da beim Regierungsgebäude nicht. Geht das hinter gegen den Bahnhof rauf. 1965 stießen die altverdienten Kaufleute in Bad Ramsach mit einem großen Veteranenfest auf ihren Liestaler Verband an. Doch da hatten sich die Zeiten bereits geändert. Mit dem Aufkommen der heutigen Großverteiler Migros und Coop waren Konkurrenten entstanden, welche die reisenden Geschäftsleute zusehends aus dem Markt drängten.